Netzsperren, die auf Antrag privater Konzerne durchgeführt werden. Klingt erstmal nach China mit ein bisschen Kapitalismus, ist aber mal wieder hier in Deutschland der Fall. Und zwar seit diesem Monat. Denn seit diesem Monat werden die ersten Seiten im Internet nach genau diesem Schema blockiert und niemand hat's mitbekommen. Denn Corona ist einfach gerade präsenter. Schade, doch wozu habt ihr mich und ein paar andere verrückte YouTuber, denen das Internet vielleicht doch noch wichtig ist? Sollte zwar während Corona irgendwie allen wichtig geworden sein, aber hey, ja, lasst uns einfach mal anfangen. Unter dem Decknamen der CUI, das steht kurz für Clearingstelle Urheberrecht im Internet, ein sehr kurzer und griffiger Name, haben sich einige private Firmen zusammengeschlossen. Das Ziel ist einmal mehr, einen Versuch zu starten, das freie Internet zu beschneiden. Die Firmen sind ein Bündnis aus allen Internetprovidern Deutschlands, das heißt Telekom, Vodafone, Telefonica, also O2, 1&1 etc. sowie den größten Rechteinhabern in Deutschland wie etwa Sky Deutschland, Motion Pictures und dem Musikverband. Die ganzen Quellen findet ihr unten in der Beschreibung. Doch warum würden die daran arbeiten, zusammen das Internet zu zensieren? Das macht irgendwie keinen Sinn. Nun, ist eigentlich relativ einfach, und zwar in einem freien Internet passiert leider manchmal etwas, das nicht ganz so legal ist, wie etwa Urheberrechtsverletzungen. Doch statt auf Artikel 17 zu vertrauen, damit alles gut wird, wollen diese Firmen nun einfach die Seiten via DNS-Sperren verbieten. Das bedeutet, diese Seiten sind dann einfach bei diesem Betreiber nicht mehr verfügbar und wenn man jeden Betreiber mit im Boot hat, gibt es halt keine Alternative mehr. Damit das nicht einfach so aus dem Ruder laufen kann, hat man aber darauf wohl geachtet, dass eine Website hinreichend geprüft wird. Klar, also da gibt es drei Richter, die zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben müssen. Klar. Und die können dann von einem Rechteinhaber eine Empfehlung bekommen, eine Website zu sperren. Aber das sind ja schon drei echte Richter dann, oder? Naja, das ist eher etwas wie ein privates Gremium, damit man Kosten und Zeit sparen kann. Aber damit alles gut läuft, guckt die Bundesnetzagentur drüber. Die Bundesnetzagentur, hatten die nicht mal gesagt, dass sie mit Netzsperren überhaupt kein Problem hätten? Naja schon, aber die gucken dann drüber, falls mal was zu Unrecht gesperrt wird. Ich meine, jeder macht mal Fehler. Zu Unrecht? Ja gut, jeder macht halt mal Fehler. Und ich meine, die Piraten müssen endlich weg aus dem Internet, oder? Ah, und wie wäre es dann, wenn ich einfach einen Antrag stelle, dass Sky.com geblockt wird? Aber das geht doch nicht. Sagt wer? Naja, unser Gericht. Nicht, wenn ich die drei Richter stelle. Genug mit den Späßen. Im Endeffekt haben wir es hier mit einem Zusammenschluss privater Konzerne zu tun, die gemeinsam ein Monopol halten und jetzt damit die Netzneutralität untergraben wollen. Die Bundesnetzagentur beschreibt Netzneutralität eigentlich selbst ganz gut. Netzneutralität liegt vor, wenn der gesamte Verkehr in einem Netz gleich, das heißt neutral, behandelt wird. Unabhängig von erstens Inhalt, zweitens Anwendung, drittens Dienst, viertens Absender und fünftens Empfänger. Das heißt offensichtlich, dass Pakete an Websites, die Urheberrechtsverletzungen begehen, eigentlich gleich behandelt werden müssen, wie die zu YouTube oder Patreon, wo ihr mich übrigens gerne unterstützen dürft. Und warum ist das jetzt so wichtig? Nehmen wir an, es gäbe keine Netzneutralität, die so verankert ist. Dann könnten Betreiber wie die Telekom sogenannte Fastlanes einrichten. Dort läuft der Traffic der Privilegierten. Das heißt zum Beispiel, YouTube und Netflix könnten ein Abo bei der Telekom vereinbaren und dann könntet ihr YouTube und Netflix in High Speed gucken, also höhere Qualität. Sky hat aber zum Beispiel kein Geld dafür. Das heißt dann automatisch, dass Sky maximal in 480p Qualität läuft. Und das ist natürlich wiederum ein erheblicher Nachteil im Wettbewerb, weil wenn YouTube und Netflix 4K bieten können, dann gehen von Sky alle Kunden weg, weil Sky einfach nicht mithalten kann und der Konzern kann quasi dicht machen. Dasselbe gilt übrigens auch für uns Endkunden. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht sowieso schon unterschiedliche Tarife haben, irgendwie 10 GB im Monat, 5 GB, 1 GB im Monat, sondern dass es egal ist, welchen Tarif ihr eigentlich habt vom Datenvolumen her, sondern ihr müsst zusätzlich noch eine Fastlane buchen, um schnelles Internet zu haben. Ähnlich wie zum Beispiel 5G. Das heißt, ich muss quasi den Aufpreis zahlen, um 5G zu bekommen. Die Reichen könnten sich also sogenannte Fastlanes mieten, mit denen sie dann wirklich 4K-Qualität gucken können. Und für den Mittelstand und die Armen bleibt nur 90er-Jahre-Internet. Also für uns ändert sich im Endeffekt nichts, aber die da oben leiden mit uns. Ihr seht also, es geht um Chancengleichheit in der Wirtschaft
sowie die Vermeidung einer Zweiklassengesellschaft im Internet. Immerhin wird darüber zum Beispiel, über das Internet, jetzt auch schon Wissen beschafft, Chancen gebaut und vieles, was manche Menschen immer noch nicht so ganz wahrhaben wollen. Und trotzdem gibt es Angebote bei Mobilverträgen, wo genau dieses Prinzip eigentlich schon greift. Es gibt Fastlanes für Netflix und Co., die das mobile Datenvolumen nicht aufbrauchen. Das ist auch eine Art Fastlane, wenn man es genau nimmt. Und dann gibt es andere Websites, die dann benachteiligt werden, wenn sie sich nicht dieses Zusatzabo bei der Telekom etc. buchen und somit auch kein Datenvolumen verbrauchen. Doch wie ist das bei DNS-Sperren? Das ist ja das, was die KUI hier wirklich macht. Ist das wirklich noch so, dass alle Pakete dort gleich behandelt werden? Immerhin steht das so auf der Webseite und die Bundesnetzagentur wird das wohl ordentlich prüfen. Eine Website zu sperren erfolgt gemäß KUI mit einer DNS-Sperre. Dazu hier eine kurze Erklärung. Wenn ihr also Pornhub.com aufruft, ihr kleinen Schweine, dann tut ihr das meist mit einer sogenannten Domain. Diese gebt ihr ein in eurem Browser, no shit Sherlock. Was jetzt allerdings passiert ist, dass diese Website so eigentlich im Internet nicht richtig existiert. Also ihr greift nicht direkt auf eine Website zu, sondern auf eine IP-Adresse von einem Server. Das heißt, ihr schickt erstmal ein Paket ins Internet und fragt einen sogenannten DNS-Server, welche IP-Adresse sich hinter Pornhub.com versteckt. Der DNS-Server antwortet euch mit 66.254.114.41. Kein Witz, ich habe das tatsächlich gerade nachgeprüft. Und das ist dann der Server, welcher euch die Webseite zu der Domain liefert. Bei einer DNS-Sperre kommt ihr gar nicht so weit, denn die Pakete gehen im Internet nie einen direkten Weg. Das heißt, das Paket, das ihr an den DNS-Server geschickt habt, um rauszubekommen, welche IP-Adresse ihr wollt, macht ein paar Stops. Und zwar zwischendurch einfach mal. Zuerst mal an eurem Router, dann später bei eurem Internetanbieter und der, zumindest wenn ihr in Deutschland wohnt, ist Mitglied bei der KUI. Die gucken dann nach, was in diesem Internetpaket drin steht und da steht dann drin, dass ihr auf Pornhub.com zugreifen wollt. An sich ist das kein Problem. Wenn ihr aber s.to da drin stehen habt, das heißt, ihr wollt wissen, welche IP-Adresse verbirgt sich hinter s.to, dann wird das Paket umgeleitet, sodass ihr eine Website zu sehen bekommt, die besagt, dass diese Website gesperrt wurde. Das heißt, euer Paket an den DNS-Server wird so abgeändert, dass ihr einen anderen Webserver vorgesetzt bekommt. Einen Server, der nicht von den Betreibern von s.to gehostet wird, sondern von der KUI bzw. deren Mitgliedern. Das heißt aber, dass euer Paket angefasst und sogar verändert wird und nicht mehr gleich behandelt wird wie ein Paket zu Pornhub.com. Upsi, habe ich da gerade gesagt, dass die Bundesnetzagentur sich selbst widersprochen hat? Ja, genau das tut sie nämlich. Wenn ihr nun die echte IP-Adresse der Website, also nicht den Domainnamen, nutzen würdet, würdet ihr theoretisch noch auf die Website kommen. Praktisch allerdings im Fall von s.to nicht, weil die da Cloudflare dazwischen gebucht haben, um Denial of Service zu umgehen. Das heißt, sie haben quasi nochmal einen Zusatzschutz gebucht und ja, der verifiziert euren Aufruf nicht, weil der muss über den DNS-Server laufen. Das ist einfach so ein doofes Konzept, aber theoretisch wäre es möglich. Aber ist das legal, was wir hier haben, was die KUI da mit uns macht? Nun, was die Legalität angeht, kann ich hier tatsächlich nicht ganz so viel sagen, da das eine ziemliche Grauzone ist und ich bin eigentlich kein Jurist, das wisst ihr. Nicht der Staat blockt hier Webseiten, sondern ein Bund mehrerer Firmen. In meinen Augen ist das etwas, das nur geht, weil sie in dieser Konstellation ein Monopol innehaben. Ansonsten könnte ich einfach meinen Betreiber wechseln. Aber ich habe hier an meinem Wohnort oder auch mobil einfach nicht die Möglichkeit, einen anderen Betreiber zu wählen. Ich muss einen Betreiber wählen, der Mitglied bei der KUI ist. Und wer sollte auch dagegen klagen? Ich meine, wenn man irgendwie Rechtsprobleme hat, dann muss man immer gegen irgendwas klagen. Die Betreiber von s.to werden es sicher nicht tun. Allerdings gibt es zwei sehr viel größere Streitpunkte. Man möchte pro Jahr durchaus mehr als nur diese eine Website sperren, die wir aktuell schon haben. Eher so ein, zwei, vielleicht alle drei Tage mal eine Webseite. Und das ist ziemlich grenzwertig, denn welche Websites sind denn Urheberrechtsverletzungen eigentlich? S.to, okay, das scheint relativ eindeutig. Sie ist quasi nur dazu da, euch solchen Content zu liefern.
Trotzdem sind da etwa 10% legaler Content dabei, wenn man es genau nimmt. Denn immerhin ist die Website selbst geschrieben und damit keine Verletzung von Urheberrecht, weil sie den Code selbst produziert haben. Was wäre, wenn eine Website 20% legalen Content hat? 30, 40, 50, wo ist die Grenze? Wir hatten genau diese Diskussion schon mal. Wer entscheidet denn dann, welche Inhalte gut sind im Netz und welche nicht? Es gab ja durchaus Politiker, die gesagt haben, na, wir könnten doch vielleicht auch Online-Spiele sperren. Oder was sind dann die nächsten Seiten? Vielleicht irgendwelche politischen Diskussionsforen? Für so etwas sind normalerweise Richter da, die transparent arbeiten, mit einem Schattengericht allerdings, so wie das bei der QI der Fall ist, und einer Agentur, die sowieso schon häufiger gerne Netzsperren einführen wollte, das halte ich ein bisschen für fragwürdig. Da wir nicht wissen, wie schlimm es wird und ich nicht will, dass eventuell auch strittiges Material wie YouTube-Hacking-Tutorials gesperrt werden, dann hier ein paar Hinweise, liebe Kui, warum dieses einfach Quatsch ist. Eine DNS-Sperre funktioniert natürlich nur dann, wenn die Betreiber eure DNS-Pakete lesen können. Das geht aber nicht, wenn die DNS-Server in einem anderen Land stehen. Und ihr seltsamerweise gerade 500 Kilometer gereist seid, ohne euch wirklich auch nur eine Sekunde zu bewegen. Mit dem Tor-Netzwerk oder einem VPN-Anbieter eures Vertrauens überspringt ihr euren Internetanbieter. Einfach so. Und nein, ich werde euch hier keinen VPN-Anbieter empfehlen, denn die sind leider auch eine Blackbox. Dazu verlinke ich euch in der Endkarte ein Video, das ihr dann euch angucken könnt. Eure Pakete allerdings werden verschlüsselt. Und erst der VPN-Anbieter bzw. der Tor-Exit-Knoten, die sehen, wo ihr eigentlich hin wollt, also auf welche Website. Und wenn diese Tor-Exit-Knoten bzw. VPN-Anbieter im Ausland stehen, dann haben die Mitglieder der QI effektiv einfach keinen Einfluss mehr darauf, was der DNS-Server antwortet, weil es ist außerhalb deren Wirkungsbereich. Das heißt, ihr könnt auf alle Websites wieder zugreifen. Versteht mich nicht falsch, ich kann Urheberrechtsverletzungen nicht leiden. Als Content Creator habe ich selbst ziemlich häufig damit zu kämpfen. Ich bin allerdings trotzdem nicht in so einem Verein vertreten, wie übrigens kein anderer YouTuber auch. Und hier sehen wir noch ganz viele andere Probleme. Es sind längst nicht alle Rechteinhaber dabei. Netzneutralität ist wahnsinnig wichtig und Monopole sollten da definitiv nicht reingrätschen. Sonst landen wir ganz schnell in einer Zensurlandschaft, wo man nur noch das sagen darf, was der Staat hören möchte und was für Firmen wie Sky okay ist. Das kann ich so definitiv nicht stehen lassen. Die, die es tun wollen, werden geschütztes Material weiterverteilen. Daher ist sowas unnötig. Und für die, die sich dran halten, ist es immer noch eine Verletzung der Netzneutralität. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.